Guten Morgen und willkommen zurück auf meinem Kanal, Freunde. Heute mit einer neuen Abendroutine. Ihr habt euch das sehr gewünscht und zwar wieder in der Vlog-Variante. Deswegen erzähle ich euch kurz was über meinen Morgen. Also normalerweise stehe ich zwischen 6 und 7 Uhr auf. Meistens eher 7 Uhr, weil 6 Uhr gehe ich meistens noch ins Gym. Das war heute aber nicht der Fall. Das wird dann wahrscheinlich so ab Ende der Woche oder nächster Woche wieder sein. Je nachdem. Oder ich mache halt zu Hause ein Workout. Aber heute Morgen hatte ich keine Lust. Und dann gehe ich meistens erstmal ins Bad, mache mich fertig und wasche Haare. Und ein neuer Teil meiner Morgenroutine. Ich mache wirklich jeden Morgen das Bett oder Philipp macht's. Ich hasse das, weil hier kommen so viele Handwerker rein. Ich hasse das jetzt wirklich, mein Bett nicht zu machen, weil es sieht immer mega unordentlich aus. Ihr wisst ja, ich habe die Emma-Matratze bestellt und zwar die Hybrid-Matratze vor ein paar Tagen. Wir haben die dann direkt drauf gemacht und ich habe von Emma Matratzen auch einen Code für euch bekommen und zwar 5% nochmal mit dem Code Saskia. Aber dazu später mehr. Die Matratze ist klimaaktiv und hat so einen soften Stoff bzw. Bezug. Ich finde es sehr angenehm auf ihr zu schlafen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch, seitdem wir die Matratze benutzen, überhaupt keine Aufwachphasen mehr nachts. Also Philipp schnarcht ein bisschen. Und irgendwie bin ich davon immer wach geworden, habe mich hin und her gewälzt. Manchmal hatte ich auch Rückenschmerzen. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich kann euch nur meine Erfahrungen mitteilen. Und seitdem das so ist, nichts mehr. Also ich schlafe wirklich von abends bis morgens durch. Was mir aber ein bisschen noch fehlt, aber das liegt nicht an der Matratze, ist einfach so eine kühlende Decke vielleicht. Es gibt ja mittlerweile kühlende Kissen und Topper und Decken. Die gibt es übrigens auch bei Emma. Ich denke, dass ich mir die auch noch bestellen werde, weil ich auch davor immer oft nachts aufgewacht bin, weil mir zu warm war. Gerade bei uns in der Wohnung, wir wohnen jetzt im ersten Stock, nicht mehr im Erdgeschoss, wird es schon sehr warm, jetzt im Sommer. Und ich will das einfach mal ausprobieren. Und da hat Emma auf jeden Fall auch ein paar Möglichkeiten. Eine Matratze ist auf jeden Fall eine Investition. Ich habe mit meiner Mama da auch ein bisschen drüber geredet. Und sie bestellt sich tatsächlich auch eine neue, auch von Emma. Und zwar die Emma One mit Federkern ist das, glaube ich. Die hat sie persönlich am meisten angesprochen. Also ihr habt da auf jeden Fall verschiedene Matratzen und könnt mal auswählen, was ihr persönlich ja, am liebsten haben wollt zum Schlafen. Vorteilhaft bei Emma ist auf jeden Fall, dass ihr sie 100 Tage Probe schlafen könnt. Sie wird auch kostenlos geliefert und auch kostenlos wieder abgeholt. Ihr habt 10 Jahre Garantie drauf und die Bezüge sind auf jeden Fall waschbar. Was mir bei einer Matratze auch sehr wichtig ist, war bei unserer davor nicht der Fall. Und da kann ich die jetzt einfach auch mal in die Waschmaschine schmeißen, was wirklich wichtig ist, weil da sammelt sich bestimmt ein bisschen Dreck über die Zeit an. Ich habe für euch einen Code bekommen und zwar Saskia und damit spart ihr nochmal 5%. Ich muss nochmal kurz was einwenden und zwar, diese 5% gelten zum Beispiel auch dann, wenn ein Produkt schon reduziert ist. Dann bekommt ihr das einfach on top nochmal, also nochmal diese 5% drauf und falls es nicht so ist, bekommt ihr dann einfach diese 5% Rabatt. Und dieser Code gilt ab jetzt 6 Monate lang in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Also merkt euch das oder kommt immer wieder auf das Video zurück, falls ihr euch das dann irgendwie noch in 2-3 Monaten überlegen solltet. Ich meine, es ist ja, wie ich gerade schon gesagt habe, eine Investition. Aber ich kann es euch wirklich sehr empfehlen. Ich schlafe so viel besser. So, ich mache jetzt Frühstück mit euch und zwar entweder Protein-Pancakes oder Smoothie Bowl. Ich bin gerade nicht sicher. Ich glaube Pancakes. Deshalb steht unten in der Infobox Proteinpulver, könnt ihr immer durch Mehl ersetzen, einfach mehr Mehl benutzen. Ich benutze hier das Monutrition Buttermilk Lime. Was mir noch eingefallen ist, wenn ihr das Proteinpulver durch Mehl ersetzt, dann macht auf jeden Fall Zucker oder Erythrit oder sowas rein. Ansonsten ist euer Pancake Mix natürlich nicht süß, aber mit dem Proteinpulver brauche ich jetzt keinen Zucker mehr hier drin. Schaut mal, wie fluffig die mit Natron und Backpulver werden. Kann ich euch wirklich nur als Tipp geben. Funktioniert auch ohne Proteinpulver, also hat das überhaupt nichts mit zu tun. Ich mache mir jetzt noch Kaffee und dann ist das hier mein Frühstück.
Zeit fürs Make-up und für meine Haare. Das hier ist jetzt mein fertiger Make-up und Haarlook. Ich habe die heute einfach wieder geglättet. Das hier ist ein kleines Tattoo-Update. Es wird etwas besser mit meiner Haut. Ich habe die Tipps von euch befolgt. Meinem Tattoo geht es ja an sich gut, aber der Haut halt nicht, weil ich das Pflaster nicht vertragen habe. Aber ja, das geht zurück. Und jetzt muss ich noch ein paar E-Mails machen. Und ich würde sagen, damit ist die Morgenroutine auch schon fertig, denn das andere ist jetzt ein Day in My Life. Da nehme ich euch gerne wieder mit einem Vlog mit und den habt ihr dann wahrscheinlich auch schon gesehen. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Schaut nochmal in die Infobox, wenn ihr euch für eine Emma-Matratze oder für ein Kopfkissen oder Topper oder was auch immer entscheidet oder entscheiden wollt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns am Montag zu einem neuen Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Ciao!